Wo er ist, herrscht Trubel. Emil Lehmann, der Geisterkönig von Worms. Zeit seines Lebens unterwegs auf den Volksfesten der Republik. Zusammen mit seinem Sohn Edgar und einem tonnenschweren Fahrgeschäft. Das ihn jetzt zwingt zu einer bitteren Entscheidung. Wenn man nachts wach wird, denkt man immer daran. Und wenn man jetzt noch auf dem Hof steht und guckt dann mal morgens wieder raus, dann kriegt man schon gemischte Gefühle, ne? Da, wo Worms am langweiligsten aussieht, verbirgt sich Deutschlands heimliches Zentrum für Nervenkitzel, Aufregung und Grusel. Und in diesen grauen Vorfrühlingstagen das Schicksal einer ganzen Dynastie. Ich bin 1950 geboren, auf dem Cannstatter Wasen hinter der Geisterbahn, im Wohnwagen geboren. Und ich habe mein Leben lang bis heute nichts anderes gesehen wie Geister. Emil Lehmann und Sohn Edgar hadern. Der Hof draußen leer. Wo sonst ein halbes Dutzend Helfer Figuren nachlackieren, Gestänge richten für die neue Saison, klingelt an diesem Morgen nur die Frau von der Post. In wenigen Tagen beginnt Lehmanns letzter großer Grusel. Spargelbauer ein paar Dörfer weiter lagert die Schaustellerjuwelen. 13 Sattelschlepper fuhren, cleverst bepackt, mit Deutschlands größter Geisterbahn. Da habe ich aber auch so eingeparkt, das sind zwei Planwagen, wo die Fassade drauf ist, der Totenkopf und die Geisterschlange. Ja, müssen wir da durch? Dran kommst du nicht durch. Ein großes, schweres Fahrgeschäft, so traditionell wie Lehmanns Ehrenkodex vom reisenden Schausteller. Das Plus bei uns war jetzt, sagen wir mal, dass wir bekannt waren in der Geisterbahnbranche in Deutschland. Ja. Der Name Lehmann war schon bekannt in ganz Deutschland. Und wir haben uns auch immer versucht, ordentlich zu verhalten, auch den Behörden gegenüber, unserem Personal gegenüber. Wir waren keine Rowdy-Firma. Und doch, es ging nicht mehr. Die Geisterschlange aus Worms ist seit ein paar Tagen verkauft. Der Papierkram erledigt. Der Schmerz? Es kommt noch. Ja, es ist. Ich glaube, dass der Punkt, wenn aufgebaut ist und dann, sagen wir mal, auf Wiedersehen sagt und dann wegfährt, dass es dann nochmal richtig kommt. Weil jetzt ist es ja noch in unserer Umgebung. Ah ja. Kurz vor 8. Bisher hieß der Hof in Worms Winterquartier. Demnächst? Mal sehen. Heute beginnt der letzte große Transport nach Mittelschwaben. Die Bahn wird fest aufgebaut in einem Freizeitpark in Bad Wörishofen. Ein letztes Mal. Lehmann und Sohn bei Wind und Wetter. Auch für die ganze Familie und für das Personal war es für uns nie eine Wetterfrage. Diese Fahrt wird ein Abschied von vielem. Im Wohnzimmer hängt das Foto seiner verstorbenen Frau. Inzwischen gibt es eine neue Frau in seinem Leben. Eine Schrankhälfte ist den Fotos ihrer Schaustellerfamilie gewidmet. Sie weiß, warum sie sich in diesen Tagen im Hintergrund hält. Ihr Emil braucht gerade ganz viel Platz für Erinnerung. Mein Vater hat immer gesagt, erstmal hat er immer gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und dann hat er immer gesagt, der Chef muss hinter der Geisterbahn wohnen. Und wenn Sie zwei, drei Geschäfte haben, dann geht es nicht. Schaustellerehre alten Zuschnitts. Das war die erste Geisterbahn, ganz links, die Geisterburg. Das ist mein Opa, meine Oma. Die zweite ist rechts. Was für Opa Emil mit Jenny galt, für Vater Robert mit Lucia und ihn, Emil mit seiner Elke, das kann die Geisterbahndynastie heute nicht mehr ernähren. Zu teuer der Transport, zu lang die Wege.
Davon kann Peter ein Lied singen. Er muss die Bahn von Worms nach Bad Wörishofen holen und pendelt seit Tagen mit der Zugmaschine. 12 fuhren Geister, Haus und Schienen. Mit 2 Mann. Peter weiß um das Kostendilemma, dazu die Platzmieten und Löhne für Helfer. Schließlich war auch er sein halbes Leben mit einem Fahrgeschäft auf dem Buckel unterwegs. Einem anderen. Also die Geisterbahn, die Fahrt an sich, die kenne ich natürlich. Nein, die ist schön. Das ist eine schöne alte Geisterbahn. Und für ihn vergleichsweise handlich. Peter ahnt Emil Lehmanns Schmerz. Na, er wird wohl öfter kommen. Aber ja. Zurück in Worms. Bei meinem Vater im Auto ist hinten noch eine rote Kiste. Herbert ist seit 40 Jahren gewissermaßen mit der Geisterbahn verheiratet und tanzt heute mit Sohn Edgar das Schwerlastballett, wie einst mit dessen Vater. Acht bis 12 Rummelplätze pro Saison, da sitzt jeder Handgriff. So, gut. Alles verstaut. Wenn man sich daran gewöhnt hat, dann geht alles. Alle Geisterbahnen waren hier zu Hause. Jetzt fährt jetzt gerade der letzte hier vom Hof. Ne? Schon ein bisschen komisch. Der Aufbruch ist zwar richtig, aber das Ziel, also der Abschied, der fühlt sich falsch an. Liegt am Mensch allgemein im Frühling. Man hat, keine Ahnung, neuen Mut oder viel Kraft. Aber der Schausteller, der will raus, der will Geld verdienen. Und von Platz zu Platz ist es ja auch so. Man kennt sich über die Jahre hinweg. Man weiß genau, wenn ich jetzt da und da hinfahre, Mensch, dann sehe ich den und den wieder. So, der Koffer ist gepackt, Reise fertig. Er ist Ende 60 und Aufbruch sein Beruf. Die 300 Kilometer in den Süden anstrengend? Ach was, und dann noch mit dem Auto erst rechnet. So, zum Beispiel so 500, 600 Kilometer mit der Zugmaschine von Stuttgart nach Bremen bin ich ja auch früher immer gefahren. Das war schon eine Tortur, dann so 12 Stunden, 10 Stunden dann. Aber man hat ja auch gewusst, für was man das gemacht hat. Ich habe es für meine Familie gemacht. Die Lust der Volksfestbesucher hat sich kaum verändert in den Jahrzehnten, findet er. Aber die Überwindung wird größer. Früher schreckten Regentropfen niemanden ab. Heute reicht eine vage Wetterprognose. Und dann die Platzmieten. 5-6 Euro für eine Fahrt, das sei einfach zu viel. Dass er das Geschäft nicht retten kann für seinen Sohn, das belastet ihn sehr. Mein Vater ist noch viel weicher wie ich. Eigentlich ist er ein sehr, sehr weicher Mensch. Ankunft im Skyline Park. Auch der letzte Container der Geisterbahn und Peter am Steuer trudeln gleich ein. Der sonst so wortkarge Peter schwelgt in alten Zeiten, als er für seinen Chef mit einer riesigen Wildwasserbahn durch die Lande zog. Auf Reise war, sagen die Schausteller. Das ist das Schönste überhaupt. Was? Mit dieser Wasserbahn zu reisen. Weil es ist ja nun mal eine sehr große Wasserbahn. Das sind knapp 60 Container. Also 60 Touren. Als deren Transportkosten weit über 100.000 Euro teuer wurden, siedelte sein Chef sich hier im Allgäu an, baute einen Park um seine Wasserbahn. Flucht durch Stehenbleiben. Lehmanns flüchten im Moment vor der Wehmut. Sie konzentrieren sich auf den perfekten Platz für die Geister. Ist doch gut so. Wenn die Geisterbahn steht, ja, dann kommt ja alles mit Wiese und Verbundsteine, dass die Leute schön sauber dahin können. Ne?
dann steht mein Schmuckstück schon wieder richtig akkurat da. Die Fläche schieben übernimmt kein geringerer als Joachim, kurz Aki Löwenthal. Besitzer des Parks und Käufer der Geisterbahn. Ich sehe nichts. Schwerlastballett, zweiter Akt. Mit bayerisch-rumänischer Unterstützung legen die drei Wormser los. Erst die Sohle, später der Aufbau. Der Gleisanschluss ist was? Zwei Schausteller, schicksalsverwandt. Die haben jetzt gerade so gesehen, wie er so darüber gelaufen ist. So läuft er ja schon ewig, ja? Der läuft immer so. Der ist schon so gelaufen. Gut, meine. Wir kennen uns schon 55 Jahre. Hier, Thomas Klotz. Aki Löwenthal weiß, wie Emil innerlich gekämpft hat. Ja, und das war ja die Bahn, die sein Vater noch bei der Firma Mack bestellt hat. Es war zu der Zeit, als wir die erste große Wildwasserbahn dort in Auftrag gegeben haben. Deswegen habe ich das auch mitgekriegt. Und wir waren ja in Worms zusammen, haben wir ja gewohnt und sind schon lange, lange befreundet auch. Ja, dass es mal dazu kommt, dass die Bahn hier aufgebaut wird, hat vor 30 Jahren kein Mensch geglaubt. Ja, aber es ist Leben nun mal, ne? Schausteller mit Großgeschäften riskieren viel. 2,5 Millionen hat die Geisterbahn einst gekostet. Jahrzehnte drehte sich das Familienleben darum, abzuzahlen. Und auf einmal denkt man, Mensch, das ging doch immer aufwärts, es war doch immer gut. Warum? Dann sucht man bei sich selber vielleicht, aber bei sich selber braucht man nicht anfangen. Die äußeren Umstände haben sich verändert, komplett. Da kann man manchmal auch gar nichts anderes machen. Man kann auch heute nicht so blindlings Millionen investieren und sagen, ja, ich brauche was Neues. Das ist nicht der Fall. Also, es zeigt sich ja auf den Volksfesten, dass die Schausteller mehr oder weniger schnelle Geschäfte kaufen. Mit wenig Transporten, mit geringerem Stromaufwand, mit weniger Personal. Das funktioniert auch noch. Aber Großanlagen wie jetzt die Geisterbahn mit 15 Transporten, schwierig. Das große Puzzle. Wer geht denn hoch? Kurz nach zwei. Aber noch oben aber noch kein Keil. Das ausladende Ständerwerk muss hoch. 11 Seitenwände mit Helfern, die das noch nie gemacht haben. Die neuen Kollegen packen furchtlos zu. Das ist der Vorteil, jetzt geht es ein bisschen schneller, wenn mein Vater Stapler fährt. Weil unten sieht man dann doch ein bisschen mehr, wo schnell noch ein Handgriff gebraucht wird. Seilwinde, Bolzen, Schweiß und Zeitdruck. Tag für Tag, Saison für Saison und immer noch ist alles akkurat sortiert. Ob er jemals abhauen wollte? Nee, das haben wir eigentlich nie gehabt. Ich habe die Idee gehabt, mal abzuhauen. Das war in der Fabrick, wie die Geisterbahn bei der Firma Mack gebaut worden ist. Da war ich ja noch ein junger Kerl mit 25 Jahren oder 26. Und wie dann die Eisen da immer mehr geworden, denke ich, was hast du denn jetzt gemacht? Wie soll man dann das in Kürze auf- und abbauen, ne? Die Palette. Nochmal 11 dieser Kaventsmänner. Auf jedem Platz haben sie sie neu hochgeleiert. Im ersten Jahr hat mein Vater noch gelebt. Und der hat auch die Plätze alle angenommen, so wie sie gefallen sind, ne? Montag noch spielen, Freitag schon wieder. Und im ersten Jahr, das war ja ganz schlimm, Tag und Nacht. Das können Sie sich vorstellen, es waren die Hänger da, da müssen die Stellagen gebaut werden. So, das war auch meine Idee, dass die Eisen schon unten dran gemacht werden. Eisen unten dran machen, ja, mit einer Distanzrolle oben drin, ja. Und dass die gleich oben festbolzen können, ja. Dass man die jetzt nicht mit dem Kran hochheben muss. Gut. Jedes Mal, wenn ein weiteres Element oben ist, freut er sich über die Konstruktion, die optimierten Handgriffe und die guten Maschinen, die das Malocherleben über die Jahrzehnte erleichtert haben. Es gibt solche, die wo selbst mit anpacken, ne, wie es bei uns ist oder beim Herrn Löwenthal. Und dann gibt es halt welche, die wo arbeiten lassen. Was besser ist? Ich bin auch manchmal überlegen. Wir haben auch immer gemeint, ohne uns geht's nicht.
Mittagspause. Okay. Seit 6 Jahren ist seine Elke jetzt tot. Junge Frau? Ja? Sie sehen heute bezaubernd aus. Oh, danke. Fast 40 Jahre hatte sie ihren Charmeur Emil und die Geister fest im Griff. Hat er sämtliche Höhen und Tiefen miterlebt mit dem Geschäft. Kaum ist der erste Geist ausgepackt, wird das Wetter zum Fürchten. Hagel, Regen, Sonne im Minutentakt. Antrittsbesuch bei Diana Pressel von der Parkverwaltung. Hallo Herr Lehmann, ich grüße Sie. Mensch. Kommen Sie herein. Hallo, schön, dass Sie da sind. Gut. Mensch, Herr Lehmann, ich freue mich so sehr, Sie auch mal kennenzulernen. Ja. Auch ganz persönlich. Sie kennen ja den Herrn Lundhorn auch schon ganz, ganz lange. Ach, schon 50 Jahre. Schon 50 Jahre, meine Güte. Zu Hause von den Eltern bis zum heutigen Tag. Ja. Der Herr Lübenthal hat schon was geleistet in seinem Leben. Und ne? Also wenn ich bloß an die Wasserbahn noch dran denke, wo er noch gereist ist ne, mit diesem schweren Geschäft. So ist es, ja. Der hat schon viel gearbeitet, richtig, der Herr Lübenthal. Und mit dieser Wasserbahn ist er ja dann auch hier sesshaft geworden, 1999. Und, genau, und damals haben wir angefangen mit 3,5 Hektar. Und mittlerweile hat der Park 32 Hektar, 64 Attraktionen und eben eine neue, die dazukommt. Ja. Ihre Geisterbahn, da freuen wir uns schon wirklich sehr. Also das wird für uns auch sehr, sehr spannend. Der große Zyklop schwebt draußen gerade ein, als Emil Lehmanns nette Unterhaltung drinnen dann doch offiziellen Charakter bekommt. Die ist 6 Meter groß. 6 Meter. Und da fahrt man den Berg runter und fahrt genau zwischen die Beine durch von der Figur. Und die beugt sich dann in dem Moment, wo der zwischen die Beine kommt, der von oben so runter, als wie wenn er den Wagen nehmen wollte. Übergabe der Gruseldetails. 36 Meter lang. Jetzt ist die Geisterbahn nicht mehr seine. Und 15 Meter hoch bis zur Schrift oben. 4 Ebenen oder 4 Etagen? Ja, man fährt aus der 3. Etage raus und fährt dann über die Kuppel. Mhm. Das sind auch nochmal 3 Meter Unterschied. Und dann fährt man wieder runter und dann wieder auf die 3. Etage. Ja, es gibt so einen Henker, wo mit dem Beil runterkommt. Ja. Mhm. Henker mit Beil. Dann mit herabfallendem Beil. Ja, wenn man jetzt lachen wir noch. Bin ich ja gespannt, wie wir dann. Ja, ich meine, gut, man hat ja auch damals an die Kinder gedacht, dass man nicht zu gruselig ist. Mhm. Und dann hat man dann später lebende Geister reingestellt. Erschrecker? Das meine ich ja, Erschrecker. Genau. Erschrecker dann an Halloween. Wir haben ja dann eine schöne Halloween-Veranstaltung. Passend zur Stimmung ist das Wetter auch daheim in Worms aufgewühlt. Der Aufbau der Geisterbahn ist wegen Sturm abgebrochen worden. Das zögert Emils Abschied heraus. Und Edgar Lehmann freut sich über die Zwischenzeit zu Hause. Das Kindermotorrad gehört Emil Junior. Ihr Trailer steht seit Monaten hier in der Halle. Im Endeffekt ist man da zu Hause in der Stadt, wo gerade der Wohnwagen steht. Ist der Emil angezogen? Ha? Edgars Frau Marilyn und Sohn Emil haben Zwangspause vom Schaustellerreisen. Der Kleine wollte sein Sparschwein plündern, als es hieß, Opa muss die Geisterbahn verkaufen. Emil hat wohl gespürt, dass unruhige Zeiten bevorstehen. Teure Maschinen, Mitarbeiter und noch kein neues Fahrgeschäft. Der große Glühweinwagen sichert Saisoneinnahmen am Wormser Weihnachtsmarkt. Aber was kommt dazu? Wenn man jetzt die Weihnachtsdekoration abmachen würde, wäre er durchaus auch im Sommer einsetzbar. Ne? Man macht die Glühweinzapfgeräte raus, macht da eine Bierschankanlage rein. Schausteller vererben traditionell wie Bauern. Der Älteste übernimmt den Hauptbetrieb. Edgars Schwester Jenny lebt mit Familie auf Reise in Norddeutschland. Und Edgar gehörte schon immer zur Geisterbahn. Doch als die immer schwerer wog, fehlten Vater und Sohn die Kraft für ein zweites Geschäft.
so ein Bürojob, ja. Morgens um 8 Uhr in irgendeinem Bürogebäude und dann abends um 4 Uhr nach Hause wieder. Geht gar nicht für mich. Seine Welt ist der Grusel und steht halb aufgebaut im Skyline Park Bad Wörishofen. Hereinspaziert. Das ist sein Sound von Freude und Freiheit. An einem Fahrgeschäft oder einem Karussell wird gerne noch rekommandiert, aber an der Geisterbahn eigentlich eher weniger. Da läuft so ein Band im Hintergrund mit. Ne? Die Zupacker kommen aus der Frühstückspause. Herbert ist mit dem Containercamp untergebracht. Er soll nach dem Aufbau ein paar Wochen hier bei der Geisterbahn bleiben. Warum war zu kurz? Das war ein weniger, aber der Scheinwerfer. Ach so. Was war das? Ein Scheinwerfer direkt ins Abteil rein. Naja. Zu einer Höhle hin, wo der Totenkopf drin ist. Und die Hände. Als Edgar noch ein Baby war, kam Herbert aus Frankenthal in die Geisterbahnfamilie. Auf dem Rummelplatz in Bad Dürkheim ließ er alles hinter sich. Ohne viel zu sagen. Gar nichts. Ich habe mich stillschweigend verabschiedet. Jetzt kommt der Totenkopf. Junger Mann zum Mitreisen gesucht. Die Reise dauert 40 Jahre, bis jetzt. Der Herbert hat bei meinem Opa angefangen und mein Sohn kennt er auch schon. Er kennt 4 Generationen Lehmann. Den Herbert habe ich, glaube ich, von allen in meinem Leben am meisten gesehen. Der Eigenbrötler muss gerade tapfer ertragen, wie Fremde an seiner Bahn mitarbeiten. Wir kriegen einen Bolzen nicht rein. Doch, geht. Ja. Na, wird schon. Trotzdem. Herbert bedrückt irgendwas. Ich glaube, er macht sich Sorgen, dass er hier bleiben muss. Das will er dann auch nicht. Ja? Er will dann doch zur Familie, ne? Sag ich jetzt mal. Weil Angehörige hat er auch keine mehr. Mutter ist gestorben. Ja. Und wir sind die Familie im Endeffekt, ja. Herbert wohnt im Winterquartier in Worms, kennt jede Pore der Geisterbahn. Wenn die jetzt weg ist? Edgar weiß nicht wofür, aber dass er bleibt. Ja. Und wenn er nur zu Hause auf dem Hof den in Ordnung hält, ich glaube, das hat er sich verdient, wenn er hier 40 Jahre bei uns war. Ne? Emil ist immer noch nicht da. Wird der Chef die beiden im Stich lassen? Drüben ist der neue Kinder-Breakdancer fast fertig installiert. Edgar Lehmann teilt die Schwermut seines Vaters. Karussell, Autos, guter Eiswagen, er selbst hängt gerade in der Luft. Welche Idee ist finanzierbar? Was brauchen Rummelplätze? Oder wenn ich mir jetzt einen Autoscooter kaufen würde, ich würde, glaube ich, gar keine Plätze bekommen. Weil alle Autoscooter-Besitzer schon jahrelang ihre Reisenrouten haben. Da drückst du auch nicht so einfach einen raus. Jeden Tag telefoniert er mit seiner Frau. Die macht sich natürlich auch Sorgen, wie es weitergeht. Ne? Klar, Kind, Zukunftsängste möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber man macht sich schon Gedanken. Fängt beim Frühstück an, nimmt man auch mit ins Bett. Die meisten Schaustellerbetriebe wachsen mit der Familie an Zusatzattraktionen. Dann kommt da noch ein zweites dazu, ein drittes. Ne? Ja. Und somit wird der Markt immer voller. Plätze werden enger bestückt. Wo früher, ich sage jetzt mal, 100 Geschäfte gestanden haben, stehen dann auf einmal 130, 140. Die Schlechtwetterpause ist fast eingeholt. Komplett. Die Figuren ziehen ein und Emil Lehmann ist nicht dabei. Undenkbar, aber es passiert gerade. Der Senior ist seit dem Wochenende auf Tauchstation. Heute wollte er kommen. Vor 3 Stunden. Ich wollte nur wissen, ob du schon losgefahren bist. Ja. Wo bist du? Hallo? Der Vater hat Gruselblues. Jede Schiene, jede Schraube, jede Fratze gehört zur Familie. Aber noch bin ich hier dabei und eigentlich sehe ich es noch als unsere an. Ja.
Und da steht sie, Deutschlands größte Geisterbahn. Fröhlich, liebenswert, nostalgisch und an diesem Mittag das strahlende Schmuckstück im sonst noch verschlafenen Freizeitpark. Eröffnung in 2 Tagen. Beste Zeit für den Gorilla. Siegerpose und Kurzschluss liegen in diesem Metier sehr eng beieinander. Auch drüben an der Wildwasserbahn gibt's gerade ein Problem. Ein Motor streikt. Das hat größere Auswirkungen. Ah, Emil Lehmann hat sich überwunden. Mein Baby. Mit dem Familiennamen Lehmann. Ich weiß es nicht, ob er es wegmacht. Verkehrt wäre es nicht, ne? TÜV geprüft ist ja alles, also gleich Testfahrt und dann Übergabe. Der Gorilla ist heute das letzte Mal geflogen. Ja, oder? Ja. Ach ja. Ja, jetzt haben wir uns mit abgefunden. Es tut zwar noch ein bisschen weh, weil doch so 40 Jahre an einem nicht spurlos vorbeigehen. Seine Eltern, seine verstorbene Frau, die eigenen Kinder als Babys, sie alle fahren im Herzen jetzt mit. Die letzte Fahrt. Aber im Leben ist alles immer das letzte Mal. Trocken schlucken und aufrichten. Für die Übergabe. Aber Aki Löwenthal klemmt noch hoch oben in der Wildwasserbahn. Moment nicht, er hat gerade die 2 Jungs runtergeschickt. Er steckt da in der Pumpe drin. Peter ist für diese Bahn, was Herbert den Geistern bedeutet hat. Da kommt der Parkchef, trotz Havarie, für einen Handschlag auf die Schnelle. Und ich hoffe, dass du viel Resonanz hast mit der Geisterbahn. Der 68-Jährige weiß, all der Trubel wird ihm fehlen. Ach, ich fahre mal im Frühjahr nach Stuttgart, mal nach Frankfurt. Aber wenn man dann hinfährt und man hat nichts mehr dort stehen, dann tut es doch weh. Ja. Ja, und muss halt jetzt auch im Leben einen neuen Inhalt geben. Ich glaube nicht, dass er große Hobbys hat mit Golf spielen und so weiter, weil ich habe nämlich auch keine. Deswegen sage ich auch zu meinen Kindern, ich arbeite so lange, bis ich umfalle. Denn wenn ich jetzt aufhöre, ich weiß gar nicht, was mit mir anfangen soll. Und dann falle ich vielleicht um. Viele Schausteller sind dann kränklich geworden. Wenn es richtig gut ist, dann machen wir noch zusammen eine Bahn für die Reise. Der ist der Chef. Jetzt wollen wir gucken, dass die Bahn hier gut läuft und dass wir die in Ehren halten. Nein. Und Lehmann steht ja auch dran, also da braucht, das kommt auch nicht weg, da kommt auch nicht, weil es, obwohl es der gleiche Name ist, kommt jetzt nicht Löwenthal da dran. Ja? Das wollen wir schon da dran lassen. So. Emil und die guten Geister. Eine Geschichte von Liebe, Pflicht und Männerfreundschaft. Die Lieblingsstelle ist immer, wenn ich oben ins Freie fahre und kann dann die Leute beobachten, wie sie ihre Kinder da winken, wenn die drin sitzen. Am Wochenende werden die Geister ohne ihn brüllen, die Eltern ohne ihn winken. Das Leben erschreckt nun ihn mit Ungewissheit. Mal sehen, was hinter der nächsten Kurve wartet auf Emil Lehmann, den Gruselkönig von Worms.